Ey, yo, was geht, ihr Motherfucker? Wir spielen jetzt hier Assassine Creed Syndikat und zwar Sequenz 3 irgendwo, wo es grün ist. Jakob und Evie suchen nach Henry Green, den Assassinen, der über London wacht. Lords fucking way. Los geht's. Komm her, du blöde Jöre. Weg, 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 weg. Alter, wo ist denn der Scheiße? Ah, komm schneller hier, Mann. Mann, rutsch. Hallo? Morgen, ihr Penners. Nein, du kleiner Verbrecher. Komm her, du Zigeuner, Alter. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Wir schlagen euch die Zunge raus. Na, komm her, Alter, ja, Motherfucker, Alter. Na, komm, komm. Ich schieß uns mal eine Fresse, Alter. Mann, endlich. Geht mir tierisch auf den Sack. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern, nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Ach ja, ja, komm. Scheiß Rennereien hier. Schaff ich doch sowieso nicht. Boah, wo wurde hin? Ach, da oben. Von mir aus. Ah! Ah, komm. Ja, wunderbar. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Kommt der ja. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Outbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Oh, also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Mit den Aussichtspunkt synchronisieren. The Rock sagt mir, warte, ich war für einen Saturn und da haben sie auch The Rock gehabt für den PC, glaube 70 Euro, ja. Deswegen ist mir der Name gleich sofort eingefallen, The Rock. Das ist nämlich eine Spezialedition für Assassine. Also so eine Art Collector Edition. Hoch hinaus. Sehr schön. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden.
So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Ja, ist klar. Jo. Alles klar. Das ist ja so faszinierend an Assassinen, dass das so wunderbar immer klappt. Den Todessprung, Alter. Jetzt könnten wir amüsiert. Und die alte auch noch? Jawoll. Bescheuert, ey. Das geht gar nicht. Wenn ich von der Höhe im Heu springen würde, ich würde mir höchstens den Nick brechen. Ich könnte so feiern, ey. Keine Mucks. K-Log sucht nach mir. Wer ist K-Log? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Kings wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Naja, los jetzt hier. Handy Green folgen. Na, das machen wir ja. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Oh, shit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Na, oh, immer den Weggerinne, ey, kurz mal. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Ah, cool. Sachte, wir müssen sie von Green weglocken. Alter, bleib mal locker, ey. Es gibt Ärger. Oh, Alter. Boah, ey, hallo. Was bist ihr, Alter? Dann also zurück zu Mr. Green. Ei, ei, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir... Ey, leg doch mal den Rückwärtsgang hier ein, Mann. Was noch vom Kriege übrig ist, wurde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Junge, 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 ey. Ich hoffe, dass Alter. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich verloren ist? Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen, hier mit der blöden Pferdekutsche, ey. Hü, du Sau, ey. Schneller. Langsamer. Ah, mach schön Sitz. Ey, du blöde Sch... Wie behindert. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starrick's Gangs und schmälern seine Macht.
Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Naja, das sagen sie alle und dann fahr ich, Alter. Sequenz 3. Irgendwo, wo es grün ist, abgeschlossen. Wunderbar, dann machen wir hier mal einen schönen sauberen Cut und machen schön spritzig in der sauberen Runde weiter. Haut da rein, bis dann.